gibt es aber ganz etwas Neues, ein Fitnesskonzept aus der Schweiz. Und das stellt uns jetzt meine Kollegin vor, Nadja Steiner. Das neue Bewegungskonzept heisst Antara und besteht aus ganz feinen Bewegungen, leichten Gewichtsverlagerungen und ruhigen mentalen Abläufen. Für Lifestyle nimmt die sportbegeisterte Ex-Miss-Schweiz Anita Buri Antara unter die Lupe. Also ich mache sehr gerne Sport. Ich besuche etwa 2 bis 3 Mal in der Woche Pilates-Lektion oder bin auch noch Jazz-Tanz-Lehrerin. Und jetzt habe ich von dem Antara-Training gehört. Und da bin ich natürlich schon gespannt. Jetzt gehe ich so in eine Probelektion, mal schnuppern, mal schauen, wie es wird. Kommt mit. Karin Albrecht führt Anita gerade in Antara ein und wie bei jeder Trainingsform wird zuerst geatmet. Dann folgt eine schwungvolle Bewegung, um den Körper aufzuwärmen. Die Schweizer Bewegungsexpertin hat Antara entwickelt. Ich kann also ein Konzept machen, wo die neuen Erkenntnisse über Stabilisation einfließt, was ja heute Zeitgeist ist, Core-Training, Pilates. Und das aber mit ganz modernen Übungen wollen umsetzen. So, dass der Sitzmensch in eine attraktive Körperhaltung kommt, einen starken, geschützten Rücken hat und einen flachen Bauch bekommt. Core-Training heisst den Kern trainieren und der findet im Bauch statt. Dass der Bauch konzentrisch arbeitet, dass der nach innen arbeitet, das haben ganz viele Leute verloren. Und das ist die Übung, dass das wieder seinen Urprint findet. Und es ist ganz wichtig, dass während du die Übung machst, dass der Bauch die Atmung zulässt. Also du willst keinen blockierten Bauch, du willst einen funktionierenden Bauch. Es ist Wahnsinn, der Bauch wird richtig heiß. Das kribbelt richtig im Bauch, das tut so gut. Also mach's gern. Dann geht es weiter in Vierfüßler. Vierfüßler ist eine Übung, die man kennt. Sie ist hocheffizient. Im Antara haben wir sie noch vertieft. Wir gehen aus dieser Position heraus zuerst an die tiefe Bauchmuskulatur. Durch die schöne Streckung im Rücken gehen wir an die tiefe Rückenmuskulatur. Und wie viel Training braucht denn unser Körper für einen kleinen Erfolg? Einmal in der Woche toll, zweimal super, dreimal sensationell. Anita Buri ist nach der Privatstunde ausgepowert. Das Training ist nicht nur für den Körper, sondern auch für den Kopf, also für den Geist. Du kannst richtig abschalten, kommst oben runter. Die Übungen sind sehr ruhig, die man macht. Und es ist darum auch umso anstrengender.